Hallo und willkommen zurück zu Underrail und wir schauen jetzt in einmal beim Foundry vorbei. Und einmal, da müssen wir bei hier hin. Und einmal bei Rails Crossing. Rail Crossing, Rails Crossing. Und werden dann nochmal mit den Typen reden. Eventuell kriegen wir da diese Einrichtung her. Und nebenher können wir noch ein paar Sachen verticken. Also erstmal nach Foundry. Und dann reden wir nochmal mit den Leuten hier. Wir haben auch immer noch das Gefängnis, wo ich gar nichts mitgemacht hatte. So, da war unser Verkaufsbarrel. So viel war hier gar nicht mehr. Na ja, Moment, dann reden wir hier mit dem Barkeeper auch noch gerade. Ne? Mit vorne dem hätte ich noch reden müssen. Nee. Okay, Firearm. Wie viel hat der hier? 10.500. Oh. Dann können wir das hier. Ja. Zu wenig. Wieder schwer. Wie viel waren das? 8,6. Passt. Die Ammo können wir eventuell woanders verticken. Ne, der hat auch nichts. Der würde aber den Blueprint nehmen. Oder hatte der hier sonst noch was, was er nehmen wollte? Der hatte auch eigentlich keinen Nutzen. Ist der... Ne. Hm.
You crazy man. Ja. Bobby. Der kauft Ammo. Und Rüstungen. Weil leider nur eine. Also nehmen wir die teuerste. Ja. Es wird natürlich jetzt schwer, weil wir das eine, die eine Platte auch noch wieder mitnehmen. Es könnte etwas zu viel werden. Dein. About Super Steel. Ah, jetzt haben wir das Ding bekommen. Okay, es ist nicht so schwer. 12, nicht 20. Okay. Aber ansonsten können wir da nichts machen. Wir können auch nicht dieses hier die Einrichtung holen. Gehen wir halt wieder. Gehen wir noch die anderen beiden Zonen nachgucken. Ich glaube aber nicht, dass da noch was ist. Ich glaube, in der Zone daneben war sowieso nichts. Wobei da oben auch noch der eine seltsame Typ war. Aber möglicherweise gehören die den Free Drones an, denen man vielleicht irgendwie hätte beitreten können. Ich weiß es nicht. Invictus! Lief. Just let me through. Leave. Gordano. Leave. Weißt du was? Den schießen wir jetzt um.
Achso, Moment. Erst so. 250 Hitpoints. Das üben wir aber noch. Ah, okay. Time to kill is now! Probieren wir nochmal. Haben wir zwei Sniper und Everard. Na. Ah. Gibt's gar nicht. Jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Habe ich ja clever gemacht. Ah, sehr schön. Ich will da nur gucken, was hier ist. Was die Schönes mit haben. Everard's Corps. Desk. Da ist auch nichts. Ja, ist nicht so der Hit gewesen. Dann gehen wir halt wieder. Da war die Tante. Und hier war die andere Tante, für die wir eigentlich in Hugo suchen sollen, aber... Hugo, where are you? Ich glaube nicht, dass der Hugo eine Rolle spielt. Dann laufen wir hier die noch ab. Kauft nix. Chief. Nix. Nix. Dann hier ist der Typ, dem langweilig ist. Nix. Gehen wir hier noch in den Shop. Ah, I'm interested in buying that electronic workbench with all the integrated equipment. This one? I'm using that, he coughs. I need it. Everything can be bought. You just have to name the price.
Hiss there becomes glued to the workbench as he considers your words. With each passing second, you become more and more sure that he's indeed going to name a price. There is a lot of expensive tools in that thing, he coughs. If I were to sell it, it would have to be for no less than 1,200 charons. Yes, that is what I'm asking for. About that workbench. I buy it for 1,200. Hiccups. Good. I'd help you carry it out of the store, but my back's a bit friable. Old age, what can I say? I'm not carrying it either. I see to it that Core City Housing Corporation guys deliver it to my house. He nods. Sehr schön. Hat doch funktioniert. Hier können wir auch nichts Sinnvolles abgeben. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob das nur eine Workbench war oder das, was wir brauchten. Also, ob das nur so ein Basisgerät war, auf dem man jetzt andere aufbauen kann, oder ob man mehrere braucht. War ja immerhin ein Elektroniker. Elektriker, Elektroniker, whatever. Reden wir hier noch? Lass mich vorbei. Leonie. Tychrome. Metal Components, ja. Ne? Na gut. Nix. Dann kommen wir hier auch wieder weg. Ja, da fahren wir wieder mit dem Zug rüber. Rail Crossing. Da haben wir noch Zeug drin. Recht viel sogar. Oh. Das war etwas heavy. Okay, gucken wir mal gerade, ob wir davon was hier verticken können. Was willst du denn? Ah, how much are you asking for that mechanics workbench? Sehr schön. He slowly looks at the workbench. I got it from the mechanic in Core City. It's brand new. Short pause. One Kent, three wrenches. 1,300? Yup. Here's the money. The bench is yours, man. You're taking it out now? Taking it now or... No, I'll see it that Core City Housing Corporation guys delivered to my house. Okay. Sehr schön. Vier Repair Kits. Da kann man alles nichts anbieten. Na,
Jetzt sowieso nichts. Dann gehen wir erstmal hier hin. Special Balls, Firearms. Und Tactical Vests. Okay, der hat sowieso nur 250. Naja. Das ist wert 7500. 3 Firearms. Das sind nur 5100. Das sollte doch genau passen. Außerdem können wir uns hier noch Pfeile kaufen. Moment, nehmen wir die 200 noch. Passt auch sehr genau. Ja, perfekt. Machen wir das so. Und du, Miles. Tactical Vests. Alle da auch nichts. Aber vielleicht haben wir dann noch andere. Moment, was wollte der sonst noch außer Tactical Vests? Raw Explosives, Blueprints, 3 Firearms. Oh, sehr schön. Wie viel Geld hatte der? 6000. Wo sind die anderen Pfeile? Da. Sechstausend Sword Firearms oder eine davon für 6000. Kostet 7000. Das passt doch. Der und der. Jo. Batsch. Kauft. Ist ein bisschen drüber. Aber ich glaube, das ist schon wieder zu viel. Ja. Komm, passt. Ja, damit. Dann schauen wir bei der Dame auch noch vorbei. Militia Man. Ich habe gerade Maximilian gelesen. Okay. Doc. What happened with that Jared guy? He got addicted to painkillers after an injury he suffered several months ago, and because of it, he started stealing from my medical storage. He took more than just painkillers, so it wouldn't seem like the thief came only for them. I was furious at him, but after we talked, he promised to compensate for all the supplies he took. You know, he's just another poor soul that needs help. I'll help him with his addiction, but I'm keeping my eyes open. Mr. Shady und Shady Lady. Jared.
Cordano, I just want to thank you so much for helping me back there. Not many are as kind as you and Elisa are. Take care. Dann können wir hier auch wieder gehen. Schauen wir noch bei dem vorbei. Ob sich da irgendwas ergeben hat. Nö. Du bist ein, ja, ein Statist. Jo. Ja, dann packen wir hier den Kram ein. Ein bisschen davon zumindest. Die können wir auch noch... Ah, die kann ich sogar verkaufen da oben noch. Vier Medizin. So wahnsinnig viel bringt das natürlich nicht. No, aber boah, ist okay. Scrap. Lightly. Immer noch lightly. Okay. Zu viel. Lassen wir das so. Nehmen wir das hier noch mit. Ja. Dann werde ich damit jetzt rüber nach Core City, würde ich sagen, gehen. Dann können wir auch erstmal nach den Workbenches gucken. City. Ich leg den Krempel dann allerdings erstmal vorne in die Tonne, weil die Händler das sowieso noch nicht haben wollen. Dafür ist es viel zu früh. Das kann ich dann später mit... Ah ne, hier werde ich so nicht mehr hinkommen, glaube ich. Dann laufe ich halt zu den Händlern hin. Nein, dahin. Bringen wir den Kram weg. Ja, jetzt ist es auch schon gut 4-5 Stunden her, dass der letzte Kampf war, glaube ich. Zuvor war ich ja bei der... beim Protektorat und davor in diesen Dingern, in den... bei der Monastery.
Aber die University meine ich. Ja, hab kein neues Geld. Dann stopfe ich mal gerade den Kram in den Barrel. Sehr schön. Bams. Ich glaube, Crafting-Zeug habe ich da reingelegt. Also Zeug, das ich auch reell brauche. Ja, lassen wir das mal so. Oh, und das hier auch da rein. Gut, dann geht es jetzt wieder zu dem Viertel, wo mein Haus ist. Dann schauen wir mal, wie das mit den Workbenches und so aussieht. Ob man mit den paar Credits hier noch den Rest kaufen kann. So. Something for my house. Basement fit out. I would like to set up a workshop in one of the rooms for electronic and mechanical work, of course. I recently purchased a mechanics workbench from a man in Red Crossing. I would like you to install it in my basement, please. Sure, the delivery fee is 50 charrons. Here you go. Just tell us where to go. Look for Travis. He has a small shop right near the entrance to Red Crossing. It'll be delivered as fast as possible. Okay. I recently purchased an electronic workbench from a man in foundry. I would like to install it in my basement, please. Sure, the delivery is 50 charrons. Here you go. Just tell it where to go. Look for West Electronics Shop. It's in the residential area. It'll be delivered as fast as possible. I'd like to set up a room for leather working. Before you purchase any other equipment, it's strongly recommend acquiring the appropriate equipment, like tailoring workbench. Wir können aber Tailoring, das sah danach aus, als wenn das in Hathers, Camp Hather ist. I would like to set up a workshop in one of the rooms for electronic and mechanical work, of course. We offer electro shelves for 300, standard shelves for 150 and tool cabinets for 200 apiece. Was? A pair of standards. An electro shelf. Ja, gekauft.
I would like to set up a laboratory in one of the rooms. Leatherworking und Laboratory. Gucken wir erstmal, was wir da jetzt haben. Und was das bringt. Okay, der Typ hier ist nicht mehr da. Basement. Ah ja. Mechanics increased by 15% und Electronics increased by 15%. Das ist ganz cool. Und hübsch aussehen tut das auch. Ach, das zählt überall. Okay. Na ja, gut, nur ist mein Wert aber schon so hoch, dass das da auch keine Rolle mehr spielt. Außer bei Tailoring wird es einen Unterschied machen. Aber dadurch, dass sie das so weit vom Aufzug weggebaut haben, das ist eine Qual, die Sachen dahin zu transportieren. Zumal das noch so weit von den Händlern weg ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Jo. Es könnte auch sein, dass im Junkyard der Forscher, der Elektroladen der Forscher ist. Ich meine, kaufen werde ich die wohl, aber sinnvoll ist es nicht. Docks. Hauptsache ich mache das Haus voll. Let's go! Junkyard. Und jetzt warten wir hier mal gerade. Junkyard. Ja. Der hatte mich ja auch nicht zu dieser Forsaken Island gebracht. Suits. Mhm. Do you buy United States Dollars? Nope. Okay. Hier ist jedenfalls nichts. Da hatte ich, glaube ich, auch noch einige Sachen in den Dumpster geladen. Ne, ist alles aufgebraucht. Dann kann ich hier wohl auch nichts mehr verkaufen. Schade. Jetzt habe ich natürlich auch nichts mehr mit. Abram. He just wheezes through his mask, refusing to converse with you.
Suddenly I'm not hungry anymore. Lenny the Cook. Kann man mit dem eigentlich reden? Ne. Da haben wir noch was. Gott. What do you do with all the junk? We sell it, of course. Suits. Kauft aber auch sonst nicht wirklich was. Aber hier kann man auch nicht viel machen. Dann gehen wir wieder. Ich glaube, im Junkyard könnte ich noch haufenweise Minen einsammeln. Wenn das da irgendwann mal knapp werden sollte. Aber eben auch nur Minen, da habe ich nichts besonders viel von. Gucken wir noch mit dem Elektrogedönse. Ah, da fällt mir ein, das wäre auch eventuell noch in Rail Crossing gewesen. Und zwar unten in diesem Shop, den wir gerettet hatten. Den habe ich gar nicht gedacht. Hier war jedenfalls nichts. Können wir auch wieder runter. Ne, können wir auch da lang, ist eigentlich egal. Wobei, hier bin ich jetzt komplett umsonst hingegangen. Da kann ich auch ganz laden. Den da. Fahren wir noch nach Camp Hather. Ups, hätte ich die Rüstung vorher ausziehen sollen. Ja, das werden wir wohl nicht überleben. Bläh. Okay. Dann sehe ich das halt aus. Fred, you know, I'm really interested in purchasing that tailoring bench over there. He gives you a surprised look, as if unsure whether he understood you well. This one? This? I need that. For me business? It ain't for sale. Can we make one deal? Some deal? I haven't seen another one anywhere else and I need one. His stare jumps between you and the bench. Then he rubs his beard, scratches his beard and rubs his ear. After his this unusual ritual, he answers. No, I'm sorry, I mean, I made this one myself and no, sorry, I'm willing to pay good money. He responds to the previous ritual, but a response comes a bit more quickly. Okay, listen here. This cannot go under 1,000 charons. If you want it so bad, that's the price. Otherwise, it hurt my business, mate. Und bought that tailoring bench. There's the money.
Well, the bench is yours to make, to take. I'm going to miss it, but yeah, got coins to help me replace it. I can't take it right away. I'll see it to it that Core City Housing Corporation guys deliver it to my house. Yeah, I dig. No problems with me. What's your opinion on the whole Redhound King situation? What? We made truce with the Redhound King? I mean, he used to be our worst enemy, and now look, a couple of words, and there you go. No more fighting. It's a trap. It's gotta get. But God, it's gotta be. I don't dig why would Edgar. It's a trap. It's fishy. Yeah. Greetings again, how can I be of assistance? Redhorn King situation. I don't know how it happened, I don't know why it happened, but we made truce with the Redhorn King. I know when and where it happened. And he stops to think for a moment. You know, I'm trying to set up a joke, but I just can't think of anything. I'm getting old. See you later. Nope. Really? Not even something as important as this? Nope. I'll be going now. Also, dann gucken wir mal, ob der uns jetzt zu dieser Dingsda-Insel führt. Achso, dann kann man hier die Tante mit der Tante reden. Ich glaube, die ist abgehauen, oder? Ja. Zack, 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 zack. Forsaken Islands! Nay, nay what? I don't say that. Let it be too risky. Strong currents and island devils make that place very undesirable. But I really need to go there. You can't try swimming, he laughs. There was this lad a few years back. I'm not going to swim there, and I'm not interested in the story about the lad. Fine, fine, I can see with my eye you get an accept. What sails somewhere else, though? Dann nach Junkyard. Der fährt uns sicher überall hin. Schauen wir mal. Forsaken Island. Forget about it. Silent Isles, there I can take people, but Forsaken Island? No, no one goes there and neither will I. Sorry, anywhere else? But I really need to go there. That's your problem. Anywhere else? Huh. Na dann, nach SGS ist ja dann die letzte Möglichkeit. Forsaken Island. She lifts her goggle to reveal her astonished gaze. The what now? Forsaken Island, if possible. Listen, kid, listen. I don't think you know what you're talking about. Forsaken Island is a very dangerous place, and no one with a brain bigger than a selector goes there. Didn't you hear about the devastating currents that surround the island? The behemoth? Yes? No? Yeah, yeah, I heard it all. I want to get to the island. Can you ferry me over there? You ain't rowing with both oars, kid. It's too dangerous. Even if we ignore a giant man-eating beast, the currents around the island turn the ferry into scrap metal. It would take a hell of a skilled ferryman to get you there in one piece. Why do you think I came to you? I thought you were the best. She laughs. Yeah, and I was told you were derailed. I mean, thanks for the compliment, but the answer is still no. I don't know anyone who navigated those bloody currents and returns to brag about it. If compliments won't convince you, will money? She crosses her arms and stands still, looking you straight in the eye. She considers your offer for a moment and then finally sighs before replying. Fine, fine, I can see you aren't gonna give up. I guess I've gone derailed too, but I'll take you there. By the way, what do you want from that forsaken place? I do it for science! Yep, derailed as a lunatic with half an oar. Whatever the case, kid, I'm gonna charge you 400 for the trip. And that is non-negotiable. It's risky, it's dangerous, and if we do make it out of there alive, at least I want to show something for it. By myself? Something nice. Fix up the boat. Yeah. So, kid, we have the shines. Catch you later. Chinese.
Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder einen Schnitt. Und dann gehen wir beim nächsten Mal nach Forsaken Island. Also bis denn.